In der Surat al-Mu'minun berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala über die Eigenschaften der Gläubigen. Die erste Eigenschaft der Gläubigen ist die Demut im Gebet. Sie wissen, vor wem sie stehen, und aus Ehrfurcht vor ihm sind sie in ihren Gebeten demütig. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Aber was ist Demut? Es ist, wenn du erkennst, dass jemand eine wichtige Person ist und du dich ihretwegen aus Gehorsam verbeugst, wie ein Diener vor einem König. Aber wenn wir die Muslime heute in den Moscheen oder zu Hause sehen, dann erkennen wir, dass ihre Blicke sich im Gebet abwenden. Ihre Gedanken sind vielleicht bei ihrer Arbeit, bei ihrer Familie oder anderen Dingen, die ihnen keinen Nutzen bringen. Sie sind mit Sachen abgelenkt, die sie von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen. Sie vergessen, vor wem sie stehen. Ihr redet mit einer Person und sie ist die ganze Zeit mit ihrem Handy abgelenkt. Diese Person zeigt euch gegenüber keinen Respekt. Wie fühlt man sich dann? Und genau so gehen wir jeden Tag mit Allah subhanahu wa ta'ala um. Wir stehen nur halbherzig vor ihm. Unser Körper und unsere Gedanken sind gar nicht bei ihm. Ist aber Allah subhanahu wa ta'ala nicht unser Erschaffer, derjenige, der uns das Leben gab? Ist er nicht derjenige, der uns ein Haus gab, eine Familie und etwas zu essen? Von ihm kommen wir doch und zu ihm kehren wir zurück. Wir stehen jeden Tag vor ihm und anstatt, dass wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken, lassen wir uns von anderen Dingen ablenken. Durch dieses eine Gebet stellen wir mit unserem Herrn eine Verbindung her und bitten ihn um vieles. Wir bitten ihn um Rechtleitung, sind aber mit den Gedanken woanders. Aber wie können wir etwas von ihm erwarten, wenn wir ihm nur halbherzig gegenüberstehen? Das Gebet ist doch das Erste, worüber uns Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag befragen wird. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, die erste Handlung, über die der Diener am jüngsten Tag befragt werden wird, ist das Gebet. Wenn seine Gebete in Ordnung sind, so wird er gerettet sein. Wenn die Pflichtgebete nicht genug sind, um ihn zu retten, wird Allah der Erhabene fragen, hat mein Diener freiwillige Gebete verrichtet, die zum Ausgleich dienen könnten? Und in dieser Weise wird auch mit den anderen Handlungen verfahren werden. Aber wie gehen wir mit unseren Gebeten um? Sind sie wirklich in Ordnung? Sind wir gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala demütig? Wollen wir nicht das Paradies und zu den Erfolgreichen gehören? Das beste Beispiel haben wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten. Aus Demut und Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala betete er sallallahu alaihi wasallam so lange, bis seine Füße rissig geworden sind. Seine Gefährten verbrachten ihre Nächte in Demut vor ihm, mental getrennt von der Welt und nur mit ihm allein. Sie wollten zu den Erfolgreichen gehören, die das Paradies erlangen. Wollen wir das nicht auch? Wir müssen erkennen, vor wem wir stehen, warum wir ihm gegenüber demütig sein sollten. Wenn ich ein ungehorsames Leben führe, bei dem ich mich nicht an die Gebote und Verbote Allahs halte, bei dem ich ständig mit anderen Dingen beschäftigt bin, als mit der Zufriedenheit Allahs, dann kann ich nicht erwarten, dass ich das Gebet genieße. Es wird dann nicht so sein, dass wir uns im Gebet hinstellen und automatisch Demut empfinden. Nein, wir müssen ein Leben in Demut für Allah subhanahu wa ta'ala führen, damit er uns erlaubt, das Gebet zu genießen und Demut zu empfinden. Er ist es, der uns das Leben gab, um zu prüfen, wer von uns die besten Taten begeht. Und eines dieser Taten ist, durch die Demut im Gebet seine Nähe zu suchen. So lasst uns nicht abgelenkt sein. Jedes Mal, wenn wir kurz davor sind, im Gebet vor ihm zu stehen, sollten wir unsere Handys und alles andere, was uns ablenken könnte, weglegen. Uns an einem ruhigen Ort begeben und unsere Bindung zu dieser Dunya trennen, sodass wir unsere ganze Aufmerksamkeit
nur Allah subhanahu wa ta'ala schenken, auf dass wir ihm zeigen, dass wir ihn lieben, dass wir sein Paradies wollen und dass wir ihm für alles dankbar sind. Denn er ist derjenige, der uns erschaffen hat, der uns einen Sinn in diesem Leben gab und zu dem wir zurückkehren werden.